Eine Woche ist um, das heißt, es ist wieder Zeit für einen weiteren Blog-Eintrag zu Rocky, das Musical. Diese Woche gibt es ein Training mit dem Choreografen Stephen Haggett. Der macht die ganze Choreografie zu Rocky, das Musical. Und wir werden heute eine ganze Stunde bekommen mit Aufwärmtraining. Dann werden unsere Hände bandagiert, dann bekommen wir ein paar kleine Basic-Schritte. Da kann ich ja schon ein paar. Und dann ganz, ganz am Ende lernen wir dann sogar eine kleine Choreografie, so wie es, also so ähnlich, wie es dann auch auf der Bühne aussehen wird. Ich bin gespannt. Lösen wir erstmal die Frage von letzter Woche auf. Da wollte ich wissen, wie viel Zeit Sie insgesamt haben im Operettenhaus, um das aufzubauen. Die Bühne sind 5 Wochen. Also herzlichen Glückwunsch an die oder denjenigen, die sich die Tickets gesichert haben. Also auf ins Training. And again, just as much movement as you can, trying to get your body as warm as you can, as tough as you can, and then reverse back the way around. Yeah. So that's twist. And then ski, keep nice and straight. So there, 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 there. Then skiing, the arms, keep it up straight. One. Wow, das war nur das Aufwärmtraining. Ich bin schon total aus der Puste. Eigentlich habe ich ja schon so viele Rocky-Trainings gemacht, aber oh, hier weht ein ganz anderer Wind. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Like this? Yes, in, out that way. So that's the one. Okay. Okay. Hello. Stephen, wow, this exercise was like, wow, very exhausting. Right. Thank you for this. That's okay. Isn't it a big challenge to mix or to combine boxing and dancing? Yes, absolutely. And it's a risk. It's a risk to for an audience. It's a risk to actors. Mm-hmm. But we've been working on this physically for about a year and a half. Mm-hmm. And it was with the intention of making this fight seem real. So we've experimented with the things we've been doing today, which is, you know, full impact, seeing where we can get away with full impact using special gloves. And hopefully we've found the way in which we can put a really fast, furious boxing match in front of an audience, because that's what the show needs. Yeah. You know? For sure. Ich habe ihn gerade gefragt, ob das nicht eine riesige Herausforderung ist, Tanzen und Boxen zu kombinieren. Und er sagt, ja, natürlich, das ist auch ein riesiges Risiko. Aber sie haben jetzt 1,5 Jahre daran gearbeitet, damit das richtig real aussieht. Wir haben ja jetzt heute einen kleinen Ausschnitt davon gelernt. Dieses ganze Showboxing, natürlich wird da nicht in echt jemand geschlagen. Es sieht dann nur letzten Endes so aus, aber das ist halt die große Herausforderung, das so real darzustellen. Und Stephen, when did you start boxing? This was about 3 years ago, mm-hmm. and I was working on a show where we had to have a boxing sequence in it. So I went to, so that's something we had to learn. Yeah. We've been doing choreography for 18 years, and when you look at a boxing match, it is like a duet. It's just a very different type. So it was fascinating being able to look at it and go, okay, that's how you put a fight together. Mm-hmm. Ich habe ihn gerade gefragt, wann er damit Boxen angefangen hat, weil er kann ja nicht einfach choreografieren und sagen, oh, ich denke mir mal aus, wie das jetzt funktioniert. Deswegen, also er hat schon vor 3 Jahren angefangen mit Boxen, 18 Jahre macht er mittlerweile Choreografie und er sagt, Boxen ist ja auch so eine Art Duett. Es ist natürlich ein bisschen rougher, aber ja, das hat ihn halt auch fasziniert und jetzt kann er das alles kombinieren. Stephen, aren't you excited about the premiere, the big day? Yes, and slightly terrified. You know, it's a very exposing show. It's either going to look, it has to look great. Yeah. It has to look very authentic. So we're incredibly excited. Mm. You know, and just hope that we can get it together in time. Yeah, ich habe ihn gerade gefragt, ob er nicht aufgeregt ist. Ich meine, das ist ja auch ein großes Experiment. Und er sagt, natürlich bin ich aufgeregt, total. Und ja, es wird aufregend. Also
Wir warten schon auf den Tag. Jetzt wird erstmal geboxt, Steven. We're gonna start boxing. A little bit? Yes. Yes, okay. Mal sehen, wie viel ich von der Choreo noch drauf habe. You've got a phone. It's fine. Harder. 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 Yes. Cool, thank you. Thank you. Pleasure. What's fun? Das war anstrengend. Boah, ich hänge wirklich in den Seilen mittlerweile. Und ich habe schon gesagt, ich habe schon so viele Rocky-Trainingseinheiten mittlerweile gemacht, dass ich jetzt eigentlich auch mal mit Boxen anfangen kann. Kommen wir zur Frage. Seit wie vielen Jahren ist Steven Haggett mittlerweile schon Choreograf? Er hat es vorhin erwähnt, einfach mal zurückspulen. Damit sichern Sie sich eventuell 2 Tickets für die Preview zu Rocky, das Musical. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Frisch geduscht, ohne Schweiß. Ahoi.